Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Zertifikate aktuell. Und wir werfen in den nächsten Minuten mal einen Blick auf den Silberpreis, auf den kleinen Bruder des Goldpreises. Der lohnt sich nämlich, dieser zweite Blick, und wie Sie davon profitieren können, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Hüppe von HSBC. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Frau Klar. Der Silberpreis hat sich jetzt in diesem Jahr, im Jahr 2018, nicht unbedingt als den großen Outperformer geoutet, muss man sagen. Es ging seitwärts bis nach unten. Weshalb ist trotzdem der zweite Blick auf das Silberchartbild interessant? Ja, also man muss sagen, das Silberbild wirklich, wie Sie schon sagten, also gerade das große Bild, wir haben es jetzt mal seit 2010, sieht wirklich nicht gut aus. Also aus den Höhen, wo wir irgendwo nahezu bei 50 waren, Dollar die Feinunze, sind wir dann runtergefallen. Ähnlich wie es natürlich damit mit Gold auch ging, nur viel stärker. Man sagt ja auch mal, Silber verstärkt so ein bisschen die Bewegung, die wir in Gold dann auch sehen. Ist so ein bisschen ein Hebelprodukt fast auf Gold. Dann haben wir die Erholung nochmal gesehen in 2016. Und jetzt sehen wir eigentlich seitdem hier auch diesen Trendkanal nach unten. Und was jetzt besonders spannend ist, muss man sagen, was jetzt wirklich für Silber so ein bisschen aus der charttechnischen Ebene wirklich spannend ist, ist, dass wir hier, wenn Sie sich das, ich versuche das mal einzuzeichnen, das ist schon sehr schwer, wir sind hier wirklich in einem ganz engen Band. Also die Kurse, wir haben so eine Schwankungsbreite zwischen 17,70 und 16. In diesem Korridor bewegen wir uns. Und wer sich so ein bisschen mit Stochastik auskennt, also der MACD, der ist fast gar nicht mehr zu sehen. Oder hier auch die Bollinger-Bänder sind so eng wie nie, das heißt wie seit 2000. Und das ist aus der charttechnischen Sicht ist so ein bisschen, sehen Sie es wie eine Feder, die immer weiter zusammengedrückt wird. Irgendwann kommt der Punkt, da muss sich diese Feder wieder ausdehnen. Und das kommt meist mit einem starken Wohlerimpuls. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Jetzt habe ich natürlich aufgepasst bei der Vorbereitung. 16 Dollar und 74,70. Ja. Da in diesem Kreis bewegt sich der Silberpreis. Das heißt, sobald man ausbrechen würde nach unten oder nach oben, könnte, wie Sie das mit der Feder gerade beschrieben haben, noch mal ordentlich Druck aufgebaut werden. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wo geht es denn hin, rauf oder runter? Also das ist, wie gesagt, das kann man nicht sagen. Entscheidend ist, also man muss jetzt wirklich abwarten, was passiert. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. 16,04 sollte man jetzt nicht so wörtlich nehmen. Bei 16,03 heißt es schon, jetzt ist die Bewegung da, sondern oft sagt man, man möchte eine Bestätigung haben, dass es auch wirklich mal ein, zwei Tage wirklich unter diesem Niveau ist und vielleicht auch noch ein bisschen drunter geht, um dann sozusagen nicht vielleicht der Erste zu sein, der mit dabei ist, aber dann diese Bewegung danach noch mitzuspielen. Also ich sag mal, von der Positionierung her, wie Sie schon sagten, 17,70 oben, das wäre ein Zeichen, dass eher die Bullen die Überhand nehmen. Unter den 16,04, wenn wir da drunter bleiben, dann wären eher die Bären da, dann würden wir auch weiterfallende Kurse sehen. Also so kann man sich ein bisschen positionieren. Ganz klar natürlich auch, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Oft gibt es diese sozusagen Fehlbewegungen, dann gibt es eine Korrektur kurz nach unten und dann geht es nach oben wieder raus. Also oft will der Markt dann doch wieder in die andere Richtung. Wenn es dann aber nochmal kommt, ist es meist umso verstärkter. Man sollte nur wirklich hier an dieser Stelle wirklich diese Marken sich genau anschauen. Und wenn es dann doch drunter geht und dann deutlich runter geht, dann ist es eigentlich dann wirklich ein Zeichen eher, was wir aktuell sehen, vielleicht eher für die Bären. Weshalb denn der Fokus jetzt auf Silber und nicht auf das sonst viel beachtete Gold? Ja, bei Gold ist die Situation vielleicht nicht ganz so schlimm. Auch da sind wir natürlich in der Stagnation. Man muss natürlich mal sagen, man sagt zwar immer, Silber ist der kleine Bruder des Goldes, aber Gold ist dann doch eher wieder die Krisenwährung. Wobei wir aktuell, und das ist ja auch das Spannende eigentlich bei Gold, eben nicht sehen, trotz dem Thema, dass wir hier einen Handelskrieg sehen, dass Gold da nicht reagiert. Hat aber eher so ein bisschen die Tendenz, weil man da sagt, in den USA könnte es zu deflationären Tendenzen kommen, was dann wiederum schlecht für Gold wäre. Also da sind auch andere Effekte noch da drin. Silber, muss man sagen, ist eher ein Industriemetall, hängt also eher von der industriellen Nachfrage ab. Und wenn es natürlich auch an der Stelle zum Handelskrieg kommen würde und insgesamt das Thema, also wir hören es ja auch immer wieder von China, dass vielleicht doch die Wirtschaft da ein bisschen abkühlt, könnte sich natürlich auch die Nachfrage auf der industriellen Seite nach Silber reduzieren, was wiederum auch einen Preisdruck auswirken würde. Also deswegen vorsichtig immer mit Silber und Gold alles beides in einen Topf zu werfen. Eigentlich muss man sagen, Silber ist eher an der Stelle dann das Industriemetall und Gold ist dann eher die Währung. Silber wird auch wie der Goldpreis in Dollar gehandelt und wir hatten ja zuletzt eine relative Dollarstärke gesehen. Wie wirkt sich das denn auf den Silberpreis aus? Ja, also hier muss man auch, da kann man wieder vielleicht so ein bisschen die Parallelen zum Gold wiederum ziehen. Da ist es ja meist so, dass ein stärkerer Euro-Dollar dann wiederum eher ein schwächeres Gold beinhaltet. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Also natürlich ganz klar, man ist hier investiert in Dollar. Nur meist ist es dann so, wenn der Dollar wirklich auch ein bisschen schwächer wird, dann
reagiert und entsprechend dann der Preis, dass er ein bisschen höher wird, weil er ja auch in anderen Ländern nachgefragt wird. Vielleicht auch mal ganz, der größte Produzent ist Mexiko, also klar, man hat eine starke Bindung zwischen Mexiko-Dollar und US-Dollar, aber auch das kommt mit rein. Es ist halt die Währung, in dem sozusagen es gehandelt wird weltweit, da hat sich der Dollar positioniert. Nichtsdestotrotz muss man mal gucken, welche Länder fragen nach. Das ist natürlich ganz stark auch China natürlich, was Silber nachfragt. Und diese Währungseffekte müssen da natürlich auch mit berücksichtigt werden. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, wenn diese Feder, wie Sie es eben beschrieben hatten, aufspringt, was mache ich dann als Anleger? Dann muss ich mich ja für ein Produkt entscheiden, rauf oder runter. Da haben Sie uns natürlich auch nochmal eine Grafik mitgebracht, das heißt Short oder Long in diesem Fall. Mit den Faktoren kann man natürlich auch immer ein bisschen spielen. Je höher der Faktor, umso höher das Risiko natürlich auch. Worauf muss ich jetzt achten? Also grundsätzlich muss man natürlich darauf achten, wenn wir hier von Faktorzertifikaten sprechen. Also wir haben ja schon gesagt, Silber ist so ein bisschen das gehebelte Gold. Also wir haben weitaus stärkere Bewegungen eigentlich, wenn was passiert, in Silber als in Gold. Deswegen, man ist da schon ein bisschen gehebelt dabei. Und wenn man natürlich das Ganze dann noch mit einem Faktor spielt, umso stärker. Also das ist wirklich was für spekulativ orientierte Anleger, aber die natürlich sagen, wenn diese Bewegung kommt, dann möchte ich besonders stark daran partizipieren. Worauf sollte man achten? Ganz wichtig bei Faktorzertifikaten, es muss ein klarer Trend sein. Also wenn es rauf, runter geht, dann wird man mit Faktorzertifikaten de facto Geld verlieren. Das ist entscheidend, also ist ganz wichtig, sondern es muss tendenziell wirklich ein starker Trend sein. Und deswegen sollte man auch jeden Tag, weil jeden Tag wird dieser Hebel oder dieser Faktor wieder angepasst, jeden Tag drüber nachdenken, ob man diese Position noch weiter halten möchte, ob diese Entwicklung weitergeht. Wenn dem aber so ist und wir wirklich eine starke Entwicklung sehen, sind natürlich Faktorzertifikate durch diesen Anpassungsmechanismus des Faktors über Nacht natürlich das Mittel, mit dem man am stärksten davon partizipieren kann. Aber ganz klar, auch wenn sie nicht ausnocken können, man kann einen wirtschaftlichen Totalschaden, sage ich mal, erleiden, wenn man da einfach zu lange investiert ist und einfach sagt, obwohl der Trend nicht da ist oder es einfach nur seitwärts geht, das ist ganz wichtig. Wenn man aber eine klare Meinung hat und sich klar positionieren will und glaubt, da ist ein Trend, der jetzt über 1, 2, 3 oder mehr Börsentage sein wird, dann ist man natürlich mit Faktorzertifikaten umso stärker dabei. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Hüppe, für den ersten und den zweiten Blick auf den Silberpreis. Gerne. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, ein Ausbruch beim Silberpreis könnte durchaus bevorstehen. Und sobald Sie die ersten Anzeichen sehen, wissen Sie jetzt auch, wie Sie davon profitieren können. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.